Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute Abend um 22 Uhr endet die Season 11 und es startet auch direkt die Season 12. Bevor ihr um 22 Uhr den Kampfbutton drückt und in die Kampfliga geht, bedenkt bitte, ein Sternstück zu aktivieren. Wenn ihr einen hohen Rang habt, lohnt sich das auf jeden Fall, da ein Sternstück mitzunehmen und viel mehr Staub rauszubekommen. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ich spiele hier am letzten Tag der Season 11 nochmal mit Valreiser und mit Registeel, bevor beide etwas schlechter werden. Der Eisspeer von Valreiser wird in der Season 12 länger brauchen, beziehungsweise Valreiser wird länger brauchen, bis er den Move hat. Was auch wirklich wichtig ist, Valreiser ist viel zu stark so. Es ist wirklich viel zu stark, dieses Pokémon, und ich bin froh, dass das ein bisschen schwächer wird. Wir werden mal schauen, wie hart es dieses Ding hier wirklich treffen wird. Bei Registeel verändert sich die Blitzkanone. Das Ding macht aktuell eine garantierte Angriffssenkung. In der Season 12 wird diese nicht mehr garantieren. Die ist nicht mehr garantiert, das heißt, mit viel Glück hast du danach keine Abschwächung. Oder halt mit viel Pech, wenn du der Anwender bist. Das mal dazu. Ich hoffe, dir gefällt Pokémon Go Content und du möchtest nichts mehr verpassen. Dann würde ich dir ein Abo empfehlen und vielleicht auch die Glocke aktivieren, wenn du Bock hast, wenn du auch zu Season 12 nichts mehr von mir verpassen möchtest. Ich werde nach wie vor täglich ein Video hochladen. Schau doch gerne vorbei und ansonsten gehen wir direkt in das Set. Let's go! Meditalis vorne, weil ich dort die Kampfresistenz habe und hinten habe ich die Kampfschwäche. Vielleicht kann man da so etwas mitmachen. Wir haben generell jetzt nicht das beste Matchup gegen Tromborg. Das heißt, da muss man gucken, dass man da ein bisschen drumherum spielen kann. Meditalis darf gegen Altaria. Die Frage ist, ob ich einen Ice Seep mit habe oder nicht. Ansonsten tun wir mal so, oder? Ach komm, wir locken was raus. Wir haben immer noch Registeel für dich. So, das geht an sich. Wir können ein bisschen zurückschlagen. Problematisch ist halt nur, dass wir dieses Matchup nicht gewinnen. Der Gegner hat mindestens eine sehr effektive Ladeattacke. Und zwar entweder den Donnerblitz oder den Steinhagel. Weshalb wir jetzt nicht in einer unbedingt hervorragenden Position sind. Es geht aber trotzdem, schaut euch das an, wir sind super spammy unterwegs. Das ist halt das Krasse bei so einem Valreiser. Ich habe zur Attacke ausgeholt, das soll auch so sein. Ist mir das ein Schild wert? Warum nicht? Bitte nicht der Psychub. Da ist der Donnerblitz, du brauchst nämlich wieder etwas länger, bis du beim nächsten bist. Von daher ziehe ich vielleicht sogar jetzt ebenfalls ein Schild. Ansonsten bringe ich dich so weit runter, dass ich später mit Meditalis versuchen kann, potenziell runterzufahren. Schaffe ich, ich hätte glaube ich noch eine Attacke geschafft, wenn du nicht eingesetzt hättest. Ist es der Psychub und schwächst du dich damit ab? Oder? Ja, perfekt. Okay, das ist doch klasse. Das heißt, Meditalis kommt hier rein und holt sich einfach nur Energie. Der Gegner ist zweimal abgeschwächt. Wir werden hier nichts mehr einsetzen. Wir wollen hier tatsächlich mit so viel Energie raus, wie es nur irgendwie möglich ist. Danach gehen wir auch mit der Energie nach Hause. Wenn Altaria wiederkommt, setzen wir nichts ein. Ich habe keinen Ice Seep, von daher möchte ich auch noch keine Energie raushauen. Wir gehen in Registeel, denn ich möchte gucken, was der Gegner noch da hinten hat. Ich hoffe, dass das keine schlechte Entscheidung ist. Altaria kommt zurück oder was anderes? Zeig mal her, ich kann ja potenziell einen Ice Seep haben, der gegen beide Typen gut ist. Das ist interessant. Tatsächlich, dann drücke ich dir auch direkt den Fokusstoß. Ob das hier noch was wird, das weiß ich nicht. Versuchen tun wir es trotzdem. Wir haben mega viel Energie auf unserem Pokémon. Und das hier ist klasse. Ein Erdbeben überleben wir nicht mehr. Aber so eine Aquahubitze kann man wegstecken. Von daher mal schauen, was du einsetzt. Habe ich zufällig danach die Möglichkeit, dich runterzufahren? Du musst nochmal einsetzen. 1, 2. So, du setzt auch zügig ein. Schaffe ich noch eine Attacke gegen dich? Oder muss ich dir einen Steigerungshieb drücken? Komm, ich drück dir einfach den Steigerungshieb. Ich will dich so gut es geht unter Druck setzen und eventuell schon loswerden. Ich hoffe, dass der nächste Konter danach ausreicht. Bitte schaff keine Attacke, bitte nicht. Perfekt. So, du kommst jetzt wieder zurück. Das heißt 1, 2,
wir ködern jetzt hier rein. Ah, so eine Psychokinese nach der Steigerung, die wäre schon fett, dir zu drücken. Ich habe aber die Sorge, dass du es... Na, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, jetzt wirst du schilden. Ich schaffe aber keine weitere Psychokinese, oder? Ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Ich brauche tatsächlich den anderen Move. Lässt du es jetzt durch? Okay, jetzt kommt der Schild. Schaffe ich zu viel? Nein. Ah, die nächsten Feuer- oder Attacken, die besiegen mich leider. Weshalb das hier nichts mehr wird. Sehr, sehr ärgerlich, oder? 1. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Ah, ärgerlich. Die Psychokinese hätte auf jeden Fall ausgereicht, um dich zu besiegen. Ich glaube, in diesem Kampf konnte man trotzdem sehen, weshalb Valraiser so krass ist. Das ist einfach unnormal stark. Wir sind wirklich schnell bei den Attacken. Ich hoffe, ihr startet gut in die Season 12. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch viel Glück beim Erreichen eurer Ziele. Der ein oder andere wird natürlich wieder irgendeinen Rang anstreben. Und ich möchte dir da die Daumen drücken. Okay. Und einfach mal hoffen, dass du es packst. Wir gehen jetzt wieder in Valraiser, machen schon mal ein bisschen Druck mit den Sofortattacken. Okay, eventuell möchte der Gegner sich einfach fallen lassen. Die Möglichkeit besteht, oder ich habe keine Ahnung, was der Plan ist, aber okay, nehmen wir einfach mal so hin. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und ich hoffe, ihr erreicht eure Ziele. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so starten wollt. Ansonsten, falls ihr euch noch nicht sicher seid, was ihr da anstreben wollt, könnt ihr mir das auch im morgigen Video reinhauen, wenn wir direkt mit der Season 12 am Start sind. Hey, ist das nicht klasse, dass wir die nächste miese Führung haben? Ich finde das doch wunderbar, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, hab keine Ahnung, was ich jetzt hier mitgezählt habe, aber wir ködern einfach mal. Ich hoffe, dass der Gegner denkt, das ist ein Erdbeben. Bitte tu mir das an. Tu mir den Gefallen und glaub es. Warum glaubst du es nicht? Ihr habt doch voll das Erdbeben angetäuscht. Gehe ich jetzt mit sehr viel Energie drauf? Ist das... Ach, ich weiß nicht. Ist das dein Meteorologe? Das ist ein wichtiger Schild. Tatsächlich. Warte mal eine Sekunde. Was treibst du denn? Du wolltest das Erdbeben abfangen. Du wolltest das Erdbeben abfangen. Aber guck mal, mein Freund. Sieht das hier aus für dich wie ein Erdbeben? Ich glaube ja wohl nicht, oder? Oh, guckt euch das an. Valraiser ist zu krank. Ich bin so froh, dass das Ding schwächer wird. Na, guckt euch das an. Wir haben zwar einen Energievorteil, aber wir hauen einen Move nach dem anderen raus. Das ist absolut verrückt. Das kannst du niemandem erzählen. Wir haben bei Noctu die Hälfte abgezogen und höchstwahrscheinlich bekommen wir jetzt beide Schilde. Und das ist doch crazy, oder? Das ist richtig verrückt. Schaut euch das an. Wir gehen jetzt sogar in ein Hardfarm, weil ich hoffe, dass... Ah, der Gegner setzt nicht ein. Ich habe gehofft, dass er blind auf den Himmelsfeger geht, aber auch der Spukball wäre sehr effektiv gewesen bei meinem Meditades. Das macht jetzt nicht unbedingt so viel, weshalb wir hier Energie holen können. Ja, das weiß ich, da kommt der nächste Move. Wir wollen aber erstmal noch nichts einsetzen. Mit viel Energie herauskommen ist das, was wir machen wollen. Wie viel macht ein Fokusstoß? Ich würde tatsächlich einen einsetzen, ohne großartig aufzuladen, denn ich kann dich nicht runterfarmen, ohne dass dann noch eine Attacke kommt. Weshalb wir mal gucken. Ich hätte gar kein Bubble treffen dürfen. Ganz klare Geschichte. Zubiris ist nicht gerade cool für mich. Absolut nicht. Ich schaffe wenigstens eine Attacke. Das ist sehr gut. Die Frage ist, was ich mache. Ich kann jetzt nicht raus, weil du zu viel Energie hast, habe aber keine Wahl leider. Weshalb wir jetzt hier rausgehen. Volnona hat jetzt nicht mehr so viel Energie. Und ich muss das hier schilden, weil du sonst mit Charme zu viel Schaden anrichtest. Uncool. 1, 2, 3. Die Psychokinese reicht hoffentlich aus, um dich zu besiegen. Was wirklich wichtig wäre. Meditales mit Psychokinese ist hier sehr wichtig. Der Steigerungshieb ist neutral und der Eishieb wird resistiert. 1, 2, 3, 4. Ah, okay, du hast deinen Move, der reicht leider aus. Mache ich jetzt mit Zielschuss genug Schaden oder farmst du mich runter? Ich glaube, du brauchst 6 Attacken, bis du deinen Move hast. 1, 2, 3, 4. Oh, Registil, Alter. Was ist denn hier los? Die Tonne darf das nochmal richten.
Absolut knapper und geiler Kampf. Bis jetzt hatten wir mit Meditades keine wirklich gute Führung. Das ist spannend, ne? Wir wollen vorne irgendwie ein Kampf-Pokémon haben. Und dann kommt sowas. Oh, was war das denn jetzt mit dem Headset? Was war jetzt los? Okay, wir wollen vorne eine Kampfführung, beziehungsweise wollen in einer Valreise, um ein Kampf-Pokémon rauszulocken, gelingt uns alles erstmal noch nicht hundertprozentig. Mal gucken. Was ist hier los? Woher, wieso, warum? Was geht ab? Alles klar, wir machen das wieder so. Da kommt tatsächlich ein nerviges Pokémon und wir werden selbstverständlich nicht auf Erdbeben gehen. Wir bekommen höchstwahrscheinlich danach ebenfalls ein Schild von dir. Von daher ist das Ganze hier nicht so tragisch. Das heißt, so tun, als wäre das Erdbeben. Das würde dich nämlich besiegen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du es durchlassen möchtest. Also, bam, perfekt. So, 1, 2, dann setzen wir den nächsten Eisspeer ein. Ich befürchte zwar, dass du den überlebst, ist aber nicht so tragisch, oder? Perfekt. Zweiter Schild ist klasse. Wir können einiges hier wegstecken, weshalb wir hoffentlich auch nur mit einer Attacke zu rechnen haben. Es wäre schon wirklich wichtig, wenn du nur eine Matschbombe schaffst. Hier wäre ein Eishieb gut, aber auch nur bei den KP des Gegners. Ansonsten die Psychokinese natürlich der krasse Move. Das ist das, was man hier einsetzen möchte. Ich lasse das jetzt durch und hoffe, dass ich den überleben kann. Registil ist gerade hier sehr wichtig. Schlammbombe überlebt man, glaube ich, noch perfekt. Das heißt, Psychokinese kommt. Der Steigerungshieb, der hätte dich leider nicht besiegt durch die Resistenzen, weshalb wir das so machen müssen. Und jetzt raus, kann ich dein letztes Pokémon besiegen? Du hast ein Altaria und was? Okay, das ist an sich jetzt nicht unbedingt tragisch. Wir müssen halt bedenken, der Gegner hat nur Attacken, die ich resistiere. Bitte sei nicht der Grasmixer. Grasmixer wäre doof, weil du mich dann abschwächst. So, das geht klar. Wir müssen halt schauen, dass wir das Altaria loswerden. Das noch irgendwie zu besiegen wird aber tatsächlich schwer, denn ihr müsst wissen, meine Freunde, Altaria wird mit Feuer oder trotzdem einiges anrichten, was nicht cool ist. Schildert man das oder Altaria? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, wir schilden das hier mal. Und 1, 2, 3, 4 setzen hier mal ein, um dich zu besiegen. Wie viel hast du drüben? Schaffe ich es, einen Himmelsfeger abzufangen? Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay, viel zu spät dran gewesen. Viel zu spät dran gewesen. Wie viel macht denn eine Blitzkanone bei dir? Kannst du danach runterfarmen? 1, 2, 3. Wie viel macht das? Reicht danach ein Fokusstoß? Und ich bin mir nicht sicher, ich muss raten. Wann kann man hier abfangen? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, das war, das ist nix. Die nächste Altaria-Führung. Es ist schon wirklich faszinierend, dass in jedem Kampf hier unser Meditales gerade extrem ausgekontert wird. Wir hatten einmal Volnona und dreimal Altaria. Warum? Ich check's nicht. Was ist da los? Was ist da los? Okay, nochmal Altaria und ich drehe durch. Meditales gegen Meditales. Hier ist tatsächlich die Psychokinese wichtig. Jetzt müssen wir schauen. Hat er eine? Hat er keine? Köder ich oder köder ich nicht? Wir sind im Gleichstand, den ich gewonnen habe. Du hast auf Psychokinese aufgebaut und ich ebenfalls, weshalb wir mal gucken müssen, was du machst. Ich köder rein, du schildest es, perfekt. Was tust du? Du kannst gerne deine einsetzen, das stört mich nicht unbedingt. Ich würde das einfach durchlassen, okay? Nehmen wir 1, Verteidigung sinkt ist uncool. Das ist sehr uncool. Oh, dass du das abfängst ebenfalls. Das ist ebenfalls nicht wirklich gut für mich. Okay. Sehr doof, aber ja, es geht eigentlich. Wir holen uns ein bisschen Energie und gehen dann hier raus, ne? Unser Pokémon ist klasse gegen dich. Gehst du auf Blubstrahl? Ich könnte mir vorstellen, dass du mich hier einfach nur abschwächen möchtest. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr, sehr nettes Matchup für mich.
Was tust du? Ja, Blutstrahl ist irgendwo zu erwarten gewesen. Ich setze ein, bevor du mich nochmal abschwächst. Da habe ich keine Lust drauf. Ich hätte mir hier noch mehr Energie holen können. Ist aber doof. Meditales und ein paar Konter können wir auch überleben, von daher geht das. Ich habe, warte mal, 3, jetzt 4, ne? 5, 6, 7, 8. Ja, perfekt. An sich kann Valreiser hier gleich ordentlich mit seiner Fähigkeit hier durchzuspammen abgehen. Dass das hier sehr effektiv ist gegen dich, kommt mir natürlich zugute. Ich habe 2 Schilde. Ich werde das hier auch alles getrost durchlassen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das gegnerische Meditalis hat nun mal noch sehr viel KP. Was doof ist. Oh, du spielst das so. Mein Freund, dann drücke ich dir jetzt hoffentlich eine Psychokinese und ich bin gespannt, ob du die durchlässt oder nicht. Ich habe dir vorhin die Psychokinese und den anderen Move gezeigt. Du lässt es durch, perfekt, weil Reiser wird jetzt hier einfach reinkommen. Und hoffen, dass es hier durchrasieren kann. Es wird schwer für mich, denn das Flunschlick wird nervig, das hier ist nervig. Was tust du? Psychokinese, bitte nicht schon wieder die Senkung. Okay, ich wollte gerade sagen, wie viel Glück kann ein Gegner haben, hier zweimal direkt die Senkung zu bekommen, wenn er zweimal Psychokinese einsetzt? Aber das ist nicht so wild. Du gehst drauf, perfekt. 1, 2, 3, 4. Zack, im Gleichstand erwischt. Von daher hauen wir den Move jetzt einfach mal raus. Wir können jetzt hier auch gleich getrost reinschilden und müssten auch sehr fix bei dem nächsten sein. Ansonsten wird gleich Meditalis da noch 2 Konter raushauen. Falls du mich hier besiegen solltest, dann war es das. Aber wir sind so spammy, ich komme, glaube ich, vor dir dran, oder? 1, 2, 3. Nee, komme ich nicht, weil du noch Restenergie hast. Ich hätte jetzt, glaube ich, nochmal 5 gebraucht. Ich gewinne aber den Gleichstand. Den Steinhagel kann ich überleben. Und nach dem nächsten Move habe ich auch meinen Eissperr. Das heißt, Move kommt und wir konnten den Kampf hier für uns entscheiden. Dass er auf Aranestro abgefangen hat, ist cool. Hat er gut gemacht, aber ist zu früh. Eine Attacke zu früh raus. Ich habe es aber trotzdem verspielt und bin da drauf reingefallen. Von daher hat er alles richtig gemacht. Das Team, das er gespielt hat, dazu hatte ich, glaube ich, auch schon eine Aranestro-Video hochgeladen. Ich glaube ja, auch mit Meditalis und den beiden Lichtel. Ich hoffe, dass du dieses Jahr noch einen Seeder erhältst. Es wäre wirklich eine geile Kiste, falls da noch was kommt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, mein Freund, dass dir die ganze Season 11 gefallen hat und dass du so mit dem Content zufrieden warst. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie es dir gefallen hat. Hast du Feedback? Hast du Anregungen? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir gar nicht gefallen? Schreib's mir rein und wir hören uns ganz entspannt morgen zu Season 12, ja? Hau rein und ciao.